Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Evoland mit mir, dem Björn, bei Sofa Gaming. Und ich starte hier mal, wo wir gestern aufgehört haben, denn ich möchte mir, da ich ja eben im Diablo-Stil so extrem viel aufgesammelt habe, einfach mal die Silberrüstung kaufen. Sehr schön, das sollte meine Verteidigung gestärkt haben. Und gleichzeitig interessiert mich, was der schnelle DVD-Player ist. Freigeschaltet, schneller DVD-Player und tschüss, langsame CD-Ladezeiten, ihr werdet uns nicht fehlen. Na, da bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert, wenn wir hier oben aus dem Bild rausgehen. Yeah, wir haben keine Ladezeiten mehr. Also auch extrem lustig, dass sie das eingebaut haben. Oh mein Gott, das sind ein bisschen viele. Ja, nicht nur, dass sie diese CD-Ladezeiten eingebaut haben. Nein, sie bauen tatsächlich auch noch ein, dass man im Laufe der Zeit kürzere Ladezeiten hatte. Also mir gefällt das Spiel einfach unglaublich gut, muss ich sagen. Das sind einfach Erinnerungen, die, ja, wieder wach werden. Das ist schon cool. Bin mal gespannt, ob wir noch sowas wie CD-Wechsel zum Beispiel erfahren werden. Denn wer vielleicht Final Fantasy oder so gespielt hat, der wird es kennen. Da musste man, weil die Spiele einfach riesig waren und sie... Gut, jetzt sind wir eigentlich schon im DVD-Zeitalter, aber im CD-Zeitalter hatte Final Fantasy 8 damals 8 CDs und die durften dann schön zwischendurch gewechselt werden. Och, wie mir immer ein bisschen Schaden fehlt, um diese Zumbas zu töten. Was übrigens, was ich noch gar nicht gesagt habe, sowohl namenstechnisch als auch aussehenstechnisch auf Mario eine Anspielung sein könnte. Also an die Pilz, die ja, Gegner, die man immer schön rausspringt. Gumbas heißen ja Gumbas. Würde ich schätzen, dass das eine Anspielung darauf ist. So. Hier ist irgendwie so ein bisschen... Ja, Irrgarten. Ich hätte gerne so einen Schutztrank, wie man ihn in Pokémon hatte. Dass ich nicht die ganze Zeit angegriffen werde. So. Aber ich möchte ja nichts auslösen. Nein, da geht's nicht lang. Toll. Oh. Pflanzen. Ja. Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass die Goombas eine Anspielung auf Mario sind. Denn... Wenn das mal keine Anspielung auf die komischen Pflanzen aus Mario sind, dann weiß ich auch nicht. Wobei ich da tatsächlich gerade nicht weiß, wie die Dinger heißen aus Mario. Ich mache mir gerade Gedanken um mein Leben. Ja, das werde ich nicht überleben, da bin ich mir jetzt schon relativ sicher. Und ich habe vergessen zu speichern. Kann ich laufen? Nein! Oh mein Gott! Game over! Drücke Aktion, um den Titelbildschirm zurückzukehren. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe vergessen, in der Stadt zu speichern. Gucken wir mal kurz. Vielleicht hat er beim Stadt verlassen gespeichert. Weil das sieht mir ganz danach aus, als wenn er da gespeichert hätte. Gerade mal schauen, was trage ich denn? Ich trage die Silberrüstung. Ich habe den schnellen... Okay, er hat glücklicherweise gespeichert. Ich kaufe mir mal eben ein paar Tränke. Ja, denn eigentlich... Ich meine, ihr habt es in der letzten Folge gesehen, wo ich gespeichert habe. Eigentlich hatte ich in der Höhle gespeichert und danach nicht mehr. Aber er muss hier scheinbar beim Dorf verlassen auch speichern. Steht das auch irgendwo? Nö, eigentlich nicht. Dann habe ich ja nur mal Glück gehabt. Ich hatte tatsächlich die Befürchtung, dass ich das alles... Alles ist jetzt... Klingt so übertrieben. Alles klingt so nach extrem viel. Ich hatte jetzt befürchtet, ich müsste da einen großen Teil jetzt nochmal erledigen. Aber das ist jetzt zum Glück nicht so.
So, das hier muss ich gestehen, die Random-Kämpfe, ja, gehen einem prinzipiell in diesen Spielen irgendwann immer auf die Nerven. Also von daher übernimmt das Spiel hier das nur so ein bisschen. So, vorhin bin ich da nach oben gegangen. Und jetzt gehe ich einfach mal hier nach ganz rechts weiter. Unten habe ich ja eben, bevor ich gestorben bin, gesehen, dass da nichts mehr ist. Ja. Random Kämpfe natürlich. Zum einen haben sie einfach unglaublich genervt irgendwann, weil sie einfach extrem viel würden. Und zum... Oh mein Gott, das sind ein bisschen viele. Und zum anderen muss man natürlich auch einfach sagen, dass man es zum Teil einfach machen muss, wie Hölle. Also wenn ich da an Final Fantasy denke, boah, was man da zwischendurch alles an Kämpfen machen musste, war schon nervig. Einfach weil man eben Level 100 sein musste zum Teil, wenn man alles machen wollte, weil man seine 9999 Leben brauchte, um manche Attacken zu überleben. Und ja, das ist sowas, es gehört halt zu diesen Spielen dazu. Ob man das jetzt gut finden mag oder nicht, bleibt mal dahingestellt. Ich will es jetzt auch nicht zu schlecht reden. Ich meine, ich habe es ja schon relativ zu Beginn gesagt, dass Final Fantasy 8 eins meiner absoluten Lieblingsspiele war. Und da haben mich dann auch die Random-Kämpfe nicht von abgebracht. Aber es ist halt auf jeden Fall ein Teil des Spiels, der nicht ganz so schön ist. Der vielleicht am Anfang noch okay ist, aber man bemerkt es jetzt hier. Ich bin jetzt auf dem Weg hier zu dem Turm, der hier rechts steht. Und... Shit, hier brauche ich die zweite Hälfte. Jetzt darf ich zurücklaufen. Ja, und gerade wenn man dann sowas macht und nicht aufgepasst hat, ist es natürlich noch mal ärgerlicher. Jetzt haben wir nämlich auf dem Hinweg unglaublich viele Random-Kämpfe gehabt und haben das auf dem Rückweg gerade noch mal. Ja, nein, aber da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht zu groß drüber reden. Einziges Problem ist, ich kann jetzt nicht groß über irgendwelche Neuerungen reden, da wir gerade keine großen Neuerungen bekommen. Zum Glück habe ich genug Tränke eingekauft. Fehlt hier irgendwie, ich hätte gerne wieder meine Heilerin dabei. Oder ich hätte gerne einfach weiterhin das Kampfsystem. Denn das Kampfsystem, gerade aus Diablo, ist natürlich schon einfach extrem cool. Das muss man einfach so sagen. So. So langsam kann ich die Schildkröten nicht mehr sehen. Und ich hab mich gerade so gefragt. Wir haben hier Feuerpflanzen. Wir haben hier Gumbas. Auf was könnten eigentlich die Schildkröten eine Anspielung sein? Ja, natürlich auch einfach auf die Schildkröten aus Mario. Blöder Gedanke, dass ich da überhaupt nachdenken musste. Oh Gott. Und ja, wir haben natürlich die Minimap behalten und vielleicht hätte ich da einfach direkt mal drauf gucken sollen. Ich meine, da steht's, also da ist ja zu sehen, wo ich hin muss. Hätte mir vielleicht geholfen. Denn, wenn wir einfach mal unter die Stadt schauen. Och nein! Ja, wenn wir unter die Stadt schauen, sehen wir, dass da auch noch so ein Punkt eingezeichnet ist und. Ja, die Punkte symbolisieren auf jeden Fall. Die Orte, zu denen ich muss, da war nämlich eben einer bei der Zitadelle. Ein Punkt war bei dem Ort, wo wir als erstes waren. Ich habe gerade vergessen, wie der hieß. Es war auf jeden Fall diese Höhle. Und dementsprechend wird der dritte Punkt, der im Süden ist, eben, ja, das letzte symbolisieren. Also, bin ich vollgeheilt? Nein, ich bin nicht vollgeheilt. Konnte sie mich heilen? Braucht ihr Heilung? Ja, bitte. Danke.
Spielstand jetzt speichern? Ja, machen wir auch noch. Dann hole ich mir nochmal ein paar Tränke. Ja, jetzt habe ich natürlich die ersten 10 Minuten der Folge damit verschwendet, den Weg zur Zitadelle zu laufen, den ich noch nicht hätte machen müssen. Und ja, war jetzt natürlich ein wenig unnötig. Ich hoffe, ihr seid trotzdem noch dran geblieben. Und der Weg hierhin sah mir jetzt rein von der Map her auch kürzer aus. So, und das Viech wegmachen. Wofür die Wespen Anspielungen sind, das kann ich mir höchstens vorstellen. So Dinger gab es auf jeden Fall in... Nein, nicht rausgehen. So Dinger gab es auf jeden Fall in Final Fantasy. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, ich hätte doch noch die Minen die Bomben abholen müssen. Wenn ich das richtig deute. Nur ich hatte in der Stadt einfach keinen... Och, komm schon. Auch das ist typisch. Du befindest dich einen Millimeter vor dem Ort, wo du hin möchtest und bekommst noch einen random Kampf. Das ist absolut typisch. Naja. Ich befürchte, wie gesagt, ich muss die Bomben abholen noch. Aber ich hatte einfach schlicht und ergreifend in der Stadt keinen gesehen, der die Bomben hat für mich. Also ich hatte eigentlich mit allen Dorfbewohnern gesprochen, wenn ich mich nicht irre. So, mit ihm hier vorne hatte ich nicht nochmal gesprochen. Ja, willkommen. Unser Dorf stand erstmal, ja. Ja, das hast du mir alles schon erzählt. Ja. Ja, hast du mir alles schon erzählt. Hm. Habe ich nicht richtig zugehört beim letzten Mal, wo ich die Bomben herbekomme? Ist er hier der... Nein, er... Bedauere, kann ich nicht... Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Ja, 60 Jahren hier, nein. Aber ich habe eindeutig keine Bomben. Ihn nochmal fragen? Mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler, reden. Ach, muss ich vielleicht doch einmal Karten spielen? Das kann natürlich sein, dass ich Karten einmal spielen muss, um überhaupt weiterzukommen. So. Jo, ah. Dö-düm. Ja. Nachdem ich hier den Linken angesprochen hatte und der mich auf Kartenspielen angesprochen hatte, dachte ich, der macht das auch. Ich gehöre schon ewig nicht mehr zur Demacia-Armee und habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt ihn, Klatsch über Aguya und seine Bewohner. Ja, wer sich erinnert, ich glaube vor 2 Folgen habe ich mit dem unteren geredet gehabt, der hatte mir irgendwas von Karten erzählt und ich dachte mir, ja gut, dann muss ich mit den 2 nicht reden. Hätte ich es mal getan. Ja, ich bin auf Bomben. Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennungen gegeben hat. Nein, jetzt... Ja, ja gut, sie heilt mich trotzdem noch. So. Die Alte beim Brunnen. Das ist die doch, oder nicht? Aber das hier ist doch der Brunnen, oder nicht? Oder kann ich hier irgendwie jetzt in das Gebäude rein? Nein. Bin ich denn bescheuert, oder ist das wieder die ganz oben? Sie dürfte das eigentlich nicht sein. Ja, das kennen wir auch schon. Er wird das auf gar keinen Fall sein. Dann muss das ja die hier ganz hinten sein. Die, wenn ich jetzt hier rechts um die Ecke gehe. Sie hier, ja, okay. Bomben, sagt ihr? Hm. Ja, in meinem Keller habe ich welche. Bewahre ich übrigens auch auf. Also nicht weiter verraten, aber bei mir im Keller sind Bomben. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Garaus machen. Hilfsoffizier Rylan hat diese Woche Patrouillendienst, er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Okay, prinzipiell auch das, was typisch ist für diese Spiele, geht von Person A zu Person B, okay, zu Person C, die steht am anderen Ende. Ach ja, jetzt geht's zu Person D, die steht übrigens da. Und man wird von Ort zu Ort hingeschickt und darf nur laufen. Auch eigentlich sowas Typisches hierfür. Der Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so. Kinder so einfach in die Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben SIDS. Ja, ist das hier, der hier? Ich habe ne, der grünen Verderbnis, das war bla bla, nein, das ist es nicht. Ist die Frage, welches Haus hier gemeint ist. Das hier nicht. Raute SIDS. Nein, das hier ist es nicht. Wo darf ich denn gerade hingehen? Nee. Nee. Da auch nicht. Sieh das vielleicht? Nee, siehst du es eigentlich nicht. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Wie kamen diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor? Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicherer aufgehoben sind. Ja. Also wir durften jetzt von der Station, zweite von rechts nach ganz links, dann wieder nach hier, dann durften wir wieder nach dem zweiten von rechts, dann durften wir wieder zurück. Ja. So, und jetzt Kind hier. Meine Mutter weiß von den Bomben, das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Björn! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Sehr schön. Habt ihr die Bomben? Natürlich haben wir die Bomben. Freigeschaltet, Bomben. Mit Vorsicht zu handhaben. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ja. Wie gesagt, absolut typisch für diese Art von Spiel. Man schickt euch von einer Seite zur anderen, dann wieder zurück, dann wieder auf die andere Seite, dann die Hälfte des Weges. Und das Lustige ist, im Normalfall hat man mit der Person, mit der man sprechen soll, als erstes oder zweites schon mal gesprochen. Und nur durch die Gespräche mit den anderen stellt sich dann raus, dass man wieder mit denen sprechen soll. Gut, in dem Fall haben wir mit dem Kind einfach vor zwei Folgen mal zum Just for Fun geredet, aber nicht über die Bomben, aber ganz oft ist es dann tatsächlich so, dass zum Beispiel uns am Ende der liebe Kerl hier die Bomben uns gibt. Obwohl er uns am Anfang, obwohl er schon weiß, dass wir die Bomben haben wollen, erstmal woanders hinschickt, um die Bomben zu bekommen. Alles ist typisch für die Spiele und ja, ist eigentlich auch nochmal so eine Art Markenzeichen. Ob man das jetzt, ob das jetzt ein gutes Markenzeichen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Solange das nicht im absoluten Übermaß zu oft benutzt wird, ist es auf jeden Fall eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. So, auch wenn ich jetzt heute nicht besonders viel geschafft habe, weil ich die ersten 10 Minuten vergeudet hatte, sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann begeben wir uns morgen in den Hain und probieren mal die Bomben aus. Bis dann!